Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Outriders Worldslayer. So, hier ist ein bisschen dunkel. Ist hier dunkel? Ach nee, war nur der Fernseher. So, wir haben zwei Pünktchen zu verteilen. Zwei wunderbare Punktis. Wir haben auch scheinbar ein neues Zeug bekommen. Das machen wir direkt mal klein. Ist auch neu hier. Ja, wir gucken mal, wie weit wir dann da kommen. Oh, das ist auch neu. Das ist ganz neu. Maske der Kanonenkugel. Aschedetonation. Oh, la. Das könnte man sogar austauschen. Blutrausch. Ja, aber guck mal. Lass mal das mal klein machen. Was haben wir denn hier? 15. Och, wir haben keine Waffe bekommen. Das ist ein bisschen bitter. Okay, machen wir halt nur zwei klein. Eins. So. Okay, das haben wir jetzt. Haben wir etwas auszudingseln? Ne, hier. So. Ich würde gern. Deine Anomaliekraft wird für jede Fähigkeit und aktive Aktivität um 30. Also jeder andere, oder? Was haben wir denn hier? Erhöht die Dauer von Verbrennung um 500%. Jeder nachfolgende Tick von Verbrennung auf einem Gegner verursacht 10% zusätzlich. Reduziert die Abklingzeit. Das Aktivieren von Fähigkeiten hat eine Chance von 30%. Die Abklingzeit... Nee, das will ich nicht. Das ist doch kacke. Zündler. Auslösesequenz. Bei Aktivieren von Explosivitätsfähigkeiten wird der Schaden der nächsten Explosivitätsfähigkeit um 95% erhöht. Dann bis zu dreimal. Ich glaube, wir nehmen das hier. Brandopfer. Ja, ich glaube, wir nehmen Brandopfer. Was ist das? Erhöht deine Statuskraft für jeden von Verbrennung betroffenen Gegner um 15%. Kann bis zu fünfmal kumuliert werden. Für jede Fähigkeit mit aktiver Abklingzeit um 30% erhöht. Oh, das ist halt schon sehr cool, aber ich mag das hier nicht. Ich meine, ich benutze ja die immer, gell? Diese, das ist ja die Brandbombe. Das letzte müsste Eruption sein, oder? Das hier? Ja, Eruption. Ich benutze halt nur die Brandbombe als Dings. Ach, Auszeichnung. Habe ich jetzt endlich mal... Büromant habe ich immer noch nicht voll. Ah, mir fehlt nur noch die Lavageschosse. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt ins Umschalten auf die Lavageschosse wahrscheinlich. Wäre das so gut, wenn ich mich gerade daran gewöhnt, weil Lavageschosse. Als ob ich da jemanden treffe. Hier sind ja auch Brandstifter, gell? Ich sag mal Brandstifter. Dann wäre es ja am besten, wenn wir hier Brandopfer sind. Brandopfer. Das hier mag ich halt schon sehr. Ach komm, wir machen das einfach mal. Oh Gott. Paxpunkte. So. Noch ein? Nee. Schade. Wir haben alles verbraucht. Gut. Drücke den Sockel. Nee. Warte erst mal kurz. So. Wir müssen erstmal hier vorne hin. Und dann müssen wir, glaube ich, was lesen, oder? Missionskarte. Oh, das sieht aber interessant aus jetzt. Handschuhe. Bezirk der Riten. Das sieht echt interessant aus. Die Geschichte. Die Geschichte setzt sich fort. Wollen wir da vielleicht erstmal das hier machen? Charaktere. Hier, Madame. Hier. Wichtige Person. Otara Atuma.
In Atuma erklomm wieder ein Funke Hoffnung, als der Outrider mit dem letzten Splitter zurückkehrte. Sie erinnerte sich an die Freundlichkeit Salvadors und entschied, dass die Menschheit eine Chance verdiente. So bat sie darum, zur Anführerin des Outriders gebracht zu werden. Bei ihrem Treffen mit Grand Marshal Shira Goodman sagte Atuma, dass sie sicher sein konnte, dass die Menschheit den Weg des Friedens einschlagen würde. Als die Grand Marshal ihre Forderung als absurd abtat, zeigte die Schamanin Shira die Vision einer möglichen Zukunft. Diese Vision führte zur Kapitulation der ECA und zum letzten Konflikt zwischen dem Outrider und der Kommandantin, der wiederum den Krieg beendete. Als Atuma die Demut, die Opferbereitschaft und den Willen des Outriders sah, die Kämpfe nach dem Tod von Erechkigal zu beenden, erschuf sie mit Hilfe des Ursplitters einen neuen Obelisken. Dank der Barriere, den dieser um das ganze Tal erzeugte, gab es endlich eine sichere Zuflucht vor den Stürmen Enochs. Die Pax-Priesterin warnte den Outrider allerdings auch davor, aufzubrechen, um die Geheimnisse des Durchgangs des Vaters in der verborgenen Stadt zu lüften, da ein Zurückkehren ins Tal danach nicht mehr möglich sei. Auf diesem Weg sei nur Wahnsinn zu finden. Okay, wir werden jetzt verrückt. Wie? Daenerys Targaryen. Ha. So, Erechkigal. Sie ist leider von uns gegangen. So, hier. Obwohl sich Grand Marshal Shira Goodman, Kommandantin Erechkigal, kampflos ergab, ermordete die Rebellenanführerin sie auf dem Gipfel. Der ob dieses Verrats wütende Outrider folgte der Kommandantin ins Niemandsland und stellte sich schließlich. Er beschwor die nötige Kraft herauf, um sie zu töten und den Krieg zu beenden. Erechkigals Philosophie war anscheinend brutal einfach. Wer von der Anomalie verändert wurde, war würdig, auf einem neuen, vereinten Enoch zu überleben, während die von der Anomalie zerstört wurden, unwürdig waren. Die Transformation durch die Anomalie würde die Menschheit von allen Makeln befreien, die unser Leid überhaupt erst herbeigeführt haben. Sie sah sich offensichtlich selbst als Messias, als eine Hirtin, die einen besseren Planeten erschaffen würde, zumindest besser für sie und die Überlebensfähigkeiten, fähigen. Schließlich wurde sie vom Outrider an der Umsetzung ihrer Pläne gehindert, nahm aber alle Geheimnisse über ihr Leben vor dem Krieg und die Manifestation ihrer einzigartigen Schattenkräfte mit ins Grab. Sie ist nur eine Veränderte, sie ist nicht die erste Veränderte. Irgendwo stand das doch hier, dass sie die erste Veränderte ist. Stimmt gar nicht. So, jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Die Anomalie, die Barriere. Utara Atuma, die letzte noch lebende Schamanin der Pax, nutzte den Ursplitter, den sie vom Outrider erhalten hatte, um einen neuen Obelisken zu erschaffen. Einen, der groß genug ist, um eine Schutzbarriere für das gesamte Tal zu erzeugen. Die Instandhaltung der rätselhaften Technologie, durch die diese Barriere erzeugt wird, ist keine leichte Aufgabe. Dr. Abraham Zahedi bemüht sich, mit Utara Atuma zu kommunizieren und die komplexen Rituale zu erlernen, dank denen der monumentale Obelisk harmonisch abgestimmt und funktionsfähig bleibt. Von Rifttown im Osten bis zur Waldenklave im Westen verspricht dieser schimmernde Schutzschirm, die Anomalie und ihre heftigen Schneestürme für längere Zeit fernzuhalten. Wir wissen aber nicht, wie lange genau dieser Schutz aufrechterhalten werden kann, aber in der kurzen Zeit seit dem großen Kampf, der die Errichtung der Barriere ermöglicht hat, ist eine durchaus positive Entwicklung zu verzeichnen. Vor allem gibt es neue Hoffnung. Die dezimierte, aber noch nicht gebrochene Menschheit hat jetzt, da der Krieg beendet und die Anomalie zurückgedrängt wurde, einen Ort für den Wiederaufbau. Sogar einige Rebellen kommen aus den Hügeln, legen ihre Waffen nieder und suchen nach Versöhnung. Die Bewohner des Tals, die Vorhut einer neuen Gesellschaft auf Enoch, haben wenig Erfahrung mit Frieden und werden schnell lernen müssen. Aber hier in diesem wertvollen, geschützten Tal können neue Generationen geboren werden, die besser als die ersten Kolonisten, die verwaisten Menschen der Erde auf das Überleben und Gedeihen in unserer neuen Welt vorbereitet werden können. Ist Shannas Kind von einem Rebellen? Der endlose Krieg. Frieden. Die Ergebnisse nach der Kapitulation der ECA durch die Grand Marshal waren verheerend. Als Shira Goodman selbstloser Akt dieser kurze Funke der Hoffnung zu ihrer Ermordung und zu einem apokalyptischen Anomaliesturm führte, der drohte, das gesamte Tal unter sich zu begraben, schien unser endloser Krieg schließlich mit dem Untergang der Menschheit zu enden. Stattdessen ließ Goodmans Tod den Outrider Amok laufen.
was zur letzten Konfrontation mit der Kommandantin der Verbanden führte. Als die Verbanden Zeugen wurden, wie ihre Anführerin mitten im wütenden Sturm den Tod fand, legten viele von ihnen die Waffen nieder. Während einige Rebellen Hals über Kopf in den Sturm liefen und hofften, als veränderte Krieger zurückzukehren, wie es ihre tote Kommandantin versprochen hatte, fanden die übrigen Schutz im Schatten des riesigen fremdartigen Obelisken, den Otada Atuma erschaffen hatte und der die Stürme zurückdrängen konnte. Aber ist der endlose Krieg wirklich zu Ende? Oder handelt es sich nur um einen Waffenstillstand, um die Ruhe vor einem noch größeren Sturm? Die schlauesten Soldaten stellen keine Fragen, sondern genießen die Ruhe, solange sie währt. Ich hoffe und glaube, also ich hoffe erstmal, dass es noch einen DLC geben wird, aber ich glaube es irgendwie auch, wegen dieser Notiz hier. Der Obelisk kann ja nicht ewig währen. Und außerdem hat der Klaus ein Problem mit diesem Tor. Okay, Klausen, bist du bereit? Können wir eventuell woanders hin? Können wir zu den anderen reisen und mit denen quatschen? Warte mal, wir müssen dann mal gucken hier. Hier, da vorne kann ich reisen. Nullpunkt Tayagrata sind wir. Bandenhauptstadt Rift Town. Rand des Gletschers. Prüfung von Tayagrata. Hey, wir haben doch schon alles gemacht hier. Ach so, wir können nicht reisen. Wir können nur nach Rift Town reisen. Warum können wir denn nur nach Rift Town reisen? Leute, ich habe gedacht, ihr seid hier woanders. Ach ja, warte mal, Thiago, jetzt bist du dran. Bevor wir uns hier ins Getümmel stürzen, möchte ich dir gerne etwas verkaufen. Und zwar Titan. Wir haben immer voll viele Landekapseln. Warte mal, wir verkaufen dir überhaupt nichts. Wir gehen erstmal hier. Warte mal, du bist falsch. Wo ist denn der Zahedi, Mann? Hallo? Hä? Wo ist der denn? Ach, da. Zahedi-Boy. Mann, ey, wir haben ja voll viele. Ja, geil. Ha! Cool. Hat das jetzt eigentlich was gebracht? So, was haben wir denn hier noch? Sollte ich meine Ausrüstung jetzt tatsächlich... Die machen wir mal hoch. Die hat mir schon sehr oft etwas geholfen. So. Und dann lassen wir das mal. Unsere letzten Landekapsel behalten wir mal. So, jetzt gehen wir erstmal los hier. Wie komme ich jetzt da hin? Warte mal, hier Spielersuche. Wenn ich mir nach so viel Zeit erstmal... Ach, da vorne. Shanna, wo ist dein Baby? Hast du es hier in der Tonne versteckt? Wir sind da. Seid ihr bereit? Ich nicht. Was ist das? Achso, Spielersuche. Gut, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das sieht so cool aus. Nach diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr. Auf Wiedersehen.
Tagebucheintrag freigeschaltet. Ja, gerade da. Hinter dem Grabmal des Vaters, oberhalb des Hafens, der Märkte und der Wohnviertel, erstreckt sich die obere Ebene von Thayagratar. Dort befanden sich wahrscheinlich die Kultur- und Tempeldistrikte sowie der Palast des Vaters und darunter vielleicht sein legendärer geheimer Durchgang. Wie auch in den unteren Distrikten gibt es keine Hinweise auf die Wesen, die diese Stadt einst bevölkerten. Trotz der Anomaliestürme hat die Stadt die letzten 1000 Jahre größtenteils unbeschadet überstanden. Okay, wir wissen doch alle, dass am Ende der Vater auf uns wartet, oder? Erkunde Thayagratar. Mache ich sehr gern, aber ich muss mir noch mal die Missionskarte angucken. Wir sind da. Ich kann hier auch nach rechts gehen. Bringt das was, wenn ich hier lang gehe? Nee, nicht so. Sieht sehr schön aus. Die Bäume. Wie wächst das denn? Gibt es hier irgendwo was zu finden? Ich werde was ausräubern. Ich bin bereit, etwas auszuräubern. Ich will nicht darunter. Da unten ist gefährlich. Oh, da ist eine Tür. Oh, das ist sowas von der Turm des Sisyphus, ey. Den muss ich übrigens auch noch spielen. Diese Bestien folgen einer Art Urinstinkt. Aber wohin? Sieht Vaters Macht sie an? Sieht sie auch mich an? Gehen einfach mal hier lang. Zum Betreten des Prüfungsgeländes. Bitte was? Aber ich bin doch jetzt hier, oder? Bin ich nicht hier? Bin ich hier hingelaufen? Reiseprüfungsgelände. Äh. 83 Jahre durch den Weltall. Durch den Weltraum. Durch den Weltall, ja. Genau. Überlebe. Ist denn hier jemand? Oh oh. Aus den angeschossen. Oh oh, jetzt wird's gefährlich. Kommst du her?
Ich würde gern mal wieder nachladen. War hier nicht mal irgendwo was? Da. Goodies. Hä? Warum darf ich nichts nehmen? Geht doch. Hä, ich komme nicht heraus. Oh. Oh, oh. Oh Gott. Wird jetzt das Haupttor aufgemacht? Brutmutter. Ja. Oh Gottchen. Uiuiuiui. Oh oh.
drei Brutmutters. Das erscheint mir etwas gemein. Kann ich hier weg? Ach, da. Nein! Er hat mich umgebracht. Zwei Versuche übrig. Kann ich hier eigentlich auch runterstellen? Wir werden erstmal hier die Folge beenden. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.